Was denkt ihr, wenn ihr Kokain? Der hat wirklich selbst Kokain probiert. Okay. Ich habe mein Bild von der Droge ehrlich gesagt vor allem aus Filmen. Reiche Menschen ziehen sich das Koks mit Geldscheinen durch die Nase. So wie das. Reiche Menschen, Bullshit! Oft dargestellt wird, muss sich so ein Kokainrausch auf jeden Fall richtig geil anfühlen. Man wird aufgeputscht, krass selbstbewusst, traut sich Dinge, die man sich sonst nicht traut, hat Lust auf Sex, kann schneller denken, wird aber auch aggressiver und ziemlich schnell abhängig. Wenn ich Kokain höre, denke ich aber auch sofort an die blutige Seite der Droge. Kokain wird mit irgendwelchen Chemikalien im Urwald hergestellt, von großen Kartellen in der ganzen Welt verbreitet und dabei werden ziemlich viele Menschen ausgebeutet oder sogar umgebracht. In letzter Zeit gibt es immer wieder Meldungen, dass tonnenweise Kokain sichergestellt wurde. 2018 waren es insgesamt 181 Tonnen, so viel wie noch nie. Boah, bist du fertig, Tonnen. Nie zuvor in Europa. Trotzdem scheint es auf dem Schwarzmarkt keine Knappheit zu geben. In sogenannten Koks-Taxis können sich Konsumenten mittlerweile die Substanz sogar liefern lassen. Ich frage mich, ob mein Bild von Kokain stimmt, wie Kokain wirklich wirkt und wie sich so ein Rausch anfühlt. Deswegen mache ich das selbst. Ich weiß nicht, Kokain. Meine persönliche Meinung ist gar nichts für mich. Es gibt ein gutes wirklich, das hat mir selber gefallen, aber sonst gibt's fast nur Schmutz auf der Straße. Selbstexperiment und werde Kokain ausprobieren, damit ihr das nicht machen müsst. Kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Dieses Video dient zur Aufklärung. Ich rate euch ausdrücklich dazu, Gezeigtes nicht nachzumachen. Solltet ihr es doch tun, achtet bitte unbedingt auf Safer-Use-Regeln und informiert euch ausführlich. Bevor ich selber Kokain konsumiere, muss ich mich natürlich erstmal darüber informieren. Also, was ist Kokain genau? Kokain ist ein Alkaloid, das aus den Blättern des Coca-Strauß gewonnen wird. Es ist ein Stimulans, wirkt also so wie Nikotin oder Koffein anregend auf den Organismus. Außerdem hat es auch eine betäubende Wirkung. Die Blätter des Coca-Strauß werden seit fast 5000 Jahren von den Einwohnern Südamerikas genutzt. Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es dem deutschen Chemiker Albert Niemann, Kokain als Reinsubstanz aus dem Coca-Strauch zu isolieren. Daraufhin wurde festgestellt, dass Kokain nicht nur die Stimmung aufhält und die Leistung steigert, sondern auch örtlich betäubt. Deswegen wurde Kokain zur Betäubung bei Operationen eingesetzt. 1884 erforschte... Krass, dass es bei Betäubung von Operationen eingesetzt wurde, krass. Sigmund Freud Kokain in Selbstversuchen und schrieb sein Werk über Coca, in dem er die Substanz als Heilmittel gegen alle möglichen Beschwerden empfahl. Damit löste er eine regelrechte Kokainwelle aus. Coca-Cola enthielt wie einige andere Produkte bis 1906 tatsächlich Kokain. Das wusste ich. In den folgenden Jahrzehnten wurde Kokain nach und nach in fast allen westlichen Ländern verboten. Tschüss. Parallel wurde die Droge in der Gesellschaft aber immer beliebter. Wie viel bei uns gekokst wird, lässt sich durch Kokainabbauprodukte im Abwasser nachweisen. 2018 wurden in Berlin 417 Milligramm Kokain pro 1000 Einwohner gemessen. Das sind umgerechnet etwa 28.000 Lines. Es wird geschätzt, dass 1,2% im letzten Jahr Kokain konsumiert haben. Man hört ja immer, dass Kokain stark gestreckt wird, damit die Händler noch mehr Geld damit verdienen können. Ein Gramm kostet übrigens irgendwas zwischen 50 und 100 Euro. Ja, da haben wir es. Jedes Pulver wird gestreckt aufs... Ja, egal. Und der Reinheitsgrad schwankt tatsächlich übertrieben. Im Durchschnitt liegt er irgendwo bei 53-69%, was gar nicht mal so viel ist. Alter, wenn du ein 69%iges Kokain aufstellst, ruf mich an. Kappa. Aber wie gefährlich sind diese Streckstoffe, die enthalten sein können? Das habe ich einen Toxikologen gefragt. Im Prinzip kann in Schwarzmarkt-Kokain alles Mögliche enthalten sein. Das Hauptkriterium ist halt einfach nur, dass es weiß und kristallin ist. Das kann von Zucker über Paracetamol bis Atropin alles Mögliche sein. Und natürlich hat jeder dieser Stoffe ganz andere Gefahrenpotenziale und sind je nach Dosis und je nach Mensch unterschiedlich gefährlich. Ein sehr beliebtes Streckmittel ist das Levamisol. Das ist ein Entwurmungsmittel. Für den gelegentlichen Konsumenten ist wahrscheinlich so eine kleine Levamisol-Dosis nicht so problematisch wie für den Dauerkonsumenten. Da gibt es teilweise schon dann heftige Nebenwirkungen. Also auch wieder ein Grund, warum es gut ist zu wissen, was in
Produkten drin ist. Wenn man Kokain konsumieren möchte, sollte man also wenn möglich Drug-Checking machen. Aber das geht ja leider nicht so leicht bei uns in Deutschland. Worauf sollte ich denn beim ersten Konsum achten? Das Hauptproblem ist wahrscheinlich, dass man eine Abhängigkeit entwickeln kann. Also das heißt, dass einem der Konsum gefällt. Beim einmaligen Konsum sehe ich da jetzt keine großen Probleme. Abgesehen davon, dass es natürlich illegal ist und man halt die weiß, was drin ist. Wie immer mache ich das Experiment natürlich in einem kontrollierten Setting und habe eine Person dabei, die sich gut mit der Substanz und der richtigen Dosierung auskennt und die während des gesamten Rauschs auf mich aufpasst. Man hört ja oft, dass man sofort abhängig wird, wenn man einmal eine Line guckt. Bullshit, wirklich Bullshit. Sieht, stimmt das? Also wie sieht es mit Abhängigkeit und Kokain aus? Diese Abhängigkeit nach erstem Konsum ist ein Mythos. Ansonsten hätten wir sehr, sehr, sehr viele Abhängige. Danke, dass das auch einmal ein Wissenschaftler sagt oder Doktor, was das auch immer ist. Es hängt natürlich davon ab, wie man es konsumiert, aber ich sag mal, beim dem Standard von Kokain-Schnupfen, da sind es halt geschätzt ca. 17%, die eine Abhängigkeit entwickeln. Nur als Vergleich, bei Alkohol sind es ca. 15%, bei Cannabis sind es ca. 9%, bei Tabak sind es ca. 32%. Die Abhängigkeit an sich ist eine reine psychische Abhängigkeit. Das heißt, also man hat jetzt keine körperlichen Entzugssymptome wie bei beispielsweise Alkohol oder Opiaten. Man kann Kokain auf verschiedene Weisen konsumieren. Entweder intravenös spritzen oder als Freebase oder Crack, das ist einfach eine Mischung aus Kokain und Natron, rauchen. Die häufigste und risikoärmste Konsumform ist aber das Schnupfen. Und das werde ich auch tun, aber nicht mit einem Geldschein, so wie man das klassisch kennt, weil das ist super unhygienisch, sondern mit einem speziellen Zielröhrchen. Würde man mit mehreren Personen konsumieren, sollte übrigens jeder ein eigenes Zielröhrchen benutzen, da man sonst sehr schnell Krankheiten übertragen. Kommt doch wieder drauf an, mit wem das ist, machst. Ach komm. Fragen kann. Okay, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz gut vorbereitet. Ich habe mich ausführlich über die Substanz informiert. Das heißt, ich kann wie einst Sigmund Freud den Selbstversuch wagen. Ich habe gerade Kokain konsumiert und jetzt können wir mal abwarten, was passiert. Vielleicht stoppe ich einfach mal die Zeit. Also gerade kribbelt bisher nur mein Nasenloch so ein bisschen. Das ist das, wenn du drauf wartest, passiert nicht wirklich was. Halt schon, aber darfst nicht drauf warten. Ein bisschen muss ich zugeben, noch merke ich gar nichts. Gut. Ja, scheiß Kokain, normalerweise müsste schon dein Gaumen taub sein. Geschnupft entfaltet sich die Wirkung nach ein paar Minuten. Ich habe zuerst ein paar körperliche Effekte gemerkt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass meine Hände so ein bisschen schwitziger sind. Mhm. Meine Nase fühlt sich halt wirklich ein bisschen taub an. Wenn ich das so fühle, mein Gaumen fühlt sich so ein bisschen taub an. Ja, genau. Ich habe so einen leicht bitteren Geschmack im Mund. Also am stärksten gerade ist echt einfach nur dieses bisschen Betäubte im Mund. Auch gar nicht so geil, muss ich sagen. Ach, wirklich? Ich habe jetzt richtig Angst, in den Apfel zu beißen. Das schmeckt so ekelhaft einfach. Oder so, weil ich Angst hätte, dass irgendwie die Zähne ausfallen. Weil das sich so komisch anfühlt. 5 Minuten später ging es aber dann so langsam los. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wach. Hab so ein Fokus irgendwie. Und ich würde auch sagen, dass ich mich besser fühle, also irgendwie ja, so leicht euphorisch oder so. Also Kokain ist eine typische Psychostimulanz. Das heißt, es führt zu Euphorie, Steigerung Selbstvertrauens, Herzschlag geht hoch, die Atemfrequenz wird erhöht, der Blutdruck geht hoch. Aber ja, ich merke das so richtig gerade so ein bisschen im Kopf. Es kribbelt, aber es fühlt sich so so klar fokussiert an, als hätte man irgendwie einen doppelten oder dreifachen Espresso getrunken oder so. Aber jetzt auch nicht super besonders. Also so wie Koffein mit ein bisschen mehr Euphorie. Und ohne Frage, dieses Gefühl, auf einmal richtig wach zu sein und schneller denken zu können, das war schon irgendwie angenehm. Aber was passiert eigentlich genau im Gehirn, wenn man Kokain konsumiert? Also unser Gehirn besteht ja aus Nervenzellen und diese sind miteinander verknüpft durch Synapsen. Und diese Synapsen haben halt, das sind quasi so kleine Spalte und dort wird über Neurotransmitter miteinander kommuniziert. Das heißt, die schütten Botenstoffe aus. Und ein wichtiger Botenstoff beim Kokain, neben dem Noradrenalin und dem Serotonin, ist das Dopamin. Die Hauptfunktion von Dopamin ist es, das Belohnungssystem im Gehirn zu aktivieren. Sonst wird Dopamin zum Beispiel beim Essen oder beim Sex ausgeschüttet. Dopamin fördert vor allem den inneren Antrieb und die Motivation. Da wird die Wiederaufnahme gehemmt, das heißt, die Konzentration und die Verweilzeit des Dopamins in dem synaptischen Spalt, die quasi zu dieser Erregungsleitung führt, die wird quasi länger gehalten.
Dadurch kommt es kurz gesagt zu einer massiven Aktivierung des Belohnungssystems, wodurch man sich eben wach und euphorisch fühlt. Diese Euphorie lässt sich vielleicht ein bisschen so beschreiben, dass man einfach mehr Spaß in der Situation hat, in der man sich gerade befindet. Also man hat einfach Bock auf das, was man gerade macht. So ging es mir zumindest. Wobei ich jetzt ja auch in einem etwas merkwürdigen Setting war, so von Kameras beobachtet. Wenn ich jetzt nicht hier wäre, sondern so auf einer Party oder so, könnte das schon geiler sein. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Bock, mich zu bewegen und dass es bestimmt Spaß machen würde, irgendwie mit irgendwie Leuten so zu quatschen, mit fremden Leuten oder so. Mir kam es auf jeden Fall so vor, dass ich deutlich kommunikativer war. Also ich hatte richtig Spaß daran, mit dem Team hinter der Kamera zu quatschen. Aber das war nicht das Einzige. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ein bisschen flüssiger moderieren zu können. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Vielleicht fällt mir das leichter, so zu moderieren, weil ich mir nicht so viele Gedanken darüber mache, was ich falsch machen könnte oder wie ich irgendwas formulieren könnte, damit das besonders gut klingt, sondern ich rede halt einfach so drauf los. Das könnte mit dem gesteigerten Selbstbewusstsein zusammenhängen, was ja auch so eine typische Wirkung von Kokain ist. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mich jetzt nicht besonders geil oder krass selbstbewusst gefühlt habe. Ich war einfach so ein bisschen selbstbewusster als sonst, was sich bei mir halt darin geäußert hat, dass ich dachte, dass ich besser moderieren könnte. Wobei mein Kameramann mir hinterher gesagt hat, dass alles so war wie immer. Was in meinen Drogenselbstexperimenten natürlich nicht fehlen darf, ist das Thema Essen. Wie sieht's denn da bei Kokain aus? Boah, wenn der jetzt essen kann. Boah, wie kann man drauf essen, ehrlich? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt richtig Bock hätte, was zu essen. Ich kann ja mal hier irgendwie reinbeißen. Also schmeckt schon, aber also es hilft natürlich gegen den ekligen Geschmack so, aber keine Ahnung, ich habe halt gerade echt gar keinen Hunger oder Bedürfnis jetzt zu essen, großartig. Das ist auch so ein typischer Effekt, dass Kokain das Hungergefühl und auch das Schlafbedürfnis dämpft. Die Wirkung von Kokain hält auch nur super kurz, ungefähr 20 bis 60 Minuten an. Ich habe schon nach 30 Minuten gemerkt, wie die Wirkung deutlich nachlässt. Ich finde gerade jetzt, also ist jetzt eine halbe Stunde vergangen und irgendwie finde ich, dass die Wirkung jetzt auf jeden Fall schon wieder so ein bisschen abflacht und irgendwie so ein bisschen unangenehmer sich anfühlt. Also ich finde irgendwie so die Euphorie vom Anfang ist auf jeden Fall so ein bisschen logisch. Das Problem war jetzt, dass ich noch gar nicht fertig mit meinem Experiment war, weil ich wollte mir noch anschauen, wie sich Kokain auf meine Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit auswirkt. Deswegen habe ich extra im nüchternen Zustand ein paar Spiele gemacht, die ich dann auf Kokain wiederholen wollte. Deswegen habe ich mich entschieden, ein einziges Mal nachzulegen. Das machen Kokainkonsumenten eigentlich fast immer, weil die Wirkung halt nur so kurz anhält. Aber dieses Nachlegen bringt natürlich auch wieder Risiken mit sich. Generell, je mehr man nachlegt, desto gefährlicher. Es ist so, dass man mit jeder weiteren Dosis, wo man versucht halt, ich sag mal, die entsprechenden Glücksgefühle und Stimulationen zu bekommen, dass man seinem Herz-Kreislauf-System noch mehr zumutet. Und das andere ist natürlich, je mehr man konsumiert, desto mehr wird halt auch der Konsum zur Gewohnheit, wie bei der Zigarette. Also es ist ein Unterschied, ob du eine Zigarette pro Party rauchst oder 3-4 Zigaretten pro Party rauchst. Beim letzteren Verhalten entwickelst du eher eine Abhängigkeit als beim ersten. Bisher habe ich ja vor allem meine Gefühle und Gedanken beschrieben. Aber ich wollte auch wissen, ob es irgendwelche messbaren Unterschiede gibt. Also ob man auf Kokain wirklich leistungsfähiger ist. Deswegen habe ich drei Spiele einmal nüchtern gemacht und sie dann auf Kokain wiederholt. Wenn Kokain so wirkt, wie es oft beschrieben wird, dann müsste ich ja jetzt schneller und besser sein. So, wir haben uns Naja, kann schon sein, aber die Lust muss doch dazu haben. Was überlegt, und zwar spiele ich eine Runde den heißen Draht. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere aus seiner Kindheit. Das ist ja so ein Geschicklichkeitsspiel, glaube ich, vor allem. Bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Am Rest voll. Er will schneller fertig haben, wahrscheinlich, das merkt man halt. Viermal habe ich den heißen Draht berührt. Im nüchternen Zustand war das etwas öfter. Okay, krass. Insgesamt waren es nüchtern 9 Fehler. Auf Kokain war ich also ein bisschen schneller und habe nur halb so viele Fehler gemacht. Puh, aber ich jetzt auch richtig konzentriert darauf, das halbwegs ordentlich zu machen. Okay, also, wenn ihr besser im heißen Draht werden wollt, könnt ihr koksen. Würde ich euch aber nicht raten. Aber das war ja nicht das einzige Spiel. Steine. Okay.
Das nächste Spiel, dabei geht es darum, ich habe hier Karten, da sind irgendwelche Konstellationen drauf aus Bausteinen. Und diese Konstellation muss ich nachbauen. Ziel ist es, innerhalb von 90 Sekunden so viele von diesen Karten wie möglich zu schaffen. Okay, das ist auf jeden Fall easy. So, Nummer 1. Das nächste. Ist auch wieder was einfacher. Ja, auch so. Oder das andere ist grün. Ja, so ist doch richtig, oder? Ja. Das war nicht ganz mittig. Nüchtern habe ich eindeutig mehr geschafft. Ich hatte voll das Gefühl, jetzt irgendwie viel schneller zu sein und das viel besser hinzukriegen, weil ich so das Gefühl hatte, schneller zu denken. Aber offensichtlich war das nicht so. Ja, krass. Aber das war die gleiche Zeit. Ja. Was aber auch auffällig war, dass ich auf Koks viel mehr geredet habe. Oh, das ist ein bisschen größer. Orange, rot. Das nächste. Dagegen habe ich nüchtern viel sorgfältiger und ruhiger gearbeitet. Als drittes ist Memory dran, um zu testen, ob Kokain die Konzentration und das Gedächtnis beeinflusst. Ich habe 30 Sekunden Zeit, mir die Karten einzuprägen und muss dann möglichst schnell alle Paare aufdecken. Ich habe das Gefühl, mich an gar nichts erinnern zu können. Nüchtern habe ich 2 Minuten 15 gebraucht, um alle Paare aufzudecken und habe dabei 8 Fehler gemacht. Spoiler, auf Koks war das ein bisschen anders. Also, fertig. Okay. Hä, aber war das nicht hier irgendwo? Obwohl ich mir eine halbe Minute alle Karten aufgedeckt ansehen konnte, konnte ich mich plötzlich an kein Pärchen mehr erinnern. Nüchtern ging das problemlos. Da habe ich ohne Fehler direkt die ersten 5 Pärchen aufgedeckt. Zebra. Erdbeere. Gerade hatte ich doch auch... Ja, auf Koks willst du, glaube ich, auch was anderes machen. Als Memory spielen, ehrlich jetzt. Na ja, der war hier. Nummer 1. Ich mich gar nicht dran erinnern. Schlange. Fertig. 24 Spiele. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Und es fühlt sich auch teilweise an, als hätte ich irgendwie einen stärkeren Fokus oder wäre konzentrierter oder so. Aber offensichtlich ist das gar nicht so. Also ich bin ja viel unkonzentrierter. Also das heißt, so zum Arbeiten oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie was bringt und irgendwie hilfreich sein könnte. Also auf Koks ist man... Nee, du kippst aber irgendwo rein und das ist das Problem. Du glaubst, es ist schneller, obwohl das es nicht einmal schneller ist. Nicht unbedingt leistungsfähiger, auch wenn es einem vielleicht so vorkommt. Nach den Spielen hat die Wirkung so langsam wieder nachgelassen. Hast du das Verlangen, mit dem Kokain nochmal nachzulegen? Nee, ich hätte gerade jetzt gar keine Lust, irgendwie noch mehr Kokain zu konsumieren. Vielleicht, um wieder ein besseres Gefühl zu bekommen. Aber ehrlich gesagt, habe ich gerade auch keinen Bock mehr. Also für mich reicht das schon. Nachdem die Wirkung nachgelassen hat, hat sich meine Stimmung auf einmal voll ins Gegenteil umgewandelt. Ich war so ein bisschen niedergeschlagen, viel ruhiger. Keine Ahnung, ich muss sagen, gerade fühle ich mich eher ein bisschen unwohl. Ich würde auch ganz klar sagen, dass ich mich nach dem Konsum schlechter gefühlt habe als vor dem Konsum. Ich habe jetzt einmal konsumiert. Aber was kann passieren, wenn man das regelmäßig macht? Also, was sind so die Langzeitfolgen? Ja, wie bei jeder Droge. Nichts ist gut, was man Langzeit konsumiert. Die Gefahren bei sehr intensivem Konsum sind vor allen Dingen kardiovaskuläre Probleme. Das heißt, Herz und Kreislauf und Gefäße. Kritischer Bluthochdruck, Arrhythmien, Infarkt, Schlaganfall. Also es gibt Menschen, die sterben an zu viel Kokain. Das sind rein an Kokain sind es akut knapp 40 im Jahr in Deutschland. Tschüss. Und zwar Psychose und auch Suizide gibt es halt auch. Also dass wirklich Leute solchen Verfolgungswahn haben, dass sie irgendwo runterspringen. Des Weiteren gibt es halt noch das Problem, dass man auch sich seine Nase kaputt machen kann. Also von leichten Entzündungen an der Nase bis zur Nekrose
am Septum, an der Nasenscheidewand kann das quasi führen. Ganz selten ist auch, kann die Niere so geschädigt sein, dass es auch zum Tod führt. Wenn man Kokain konsumiert, kann man aber nicht nur sich selbst schaden, sondern auch anderen Menschen und der Umwelt. Der Großteil des Kokains stammt aus Kolumbien. Damit die Coca-Bauern dort großflächig anbauen können, holzen sie den heimischen Regenwald ab. Experten schätzen, dass das ein Viertel der gerodeten Fläche in Kolumbien pro Jahr ausmacht. Außerdem werden Chemikalien und andere giftige Abfälle, die bei der Herstellung anfallen, einfach im Regenwald entsorgt. Aber das ist noch nicht alles. In Mexiko zum Beispiel wütet ein Drogenkrieg, bei dem jedes Jahr ca. 35.000 Menschen sterben. Boah, Drogenkartelle entführen, foltern und töten Menschen auf grausame Weise. Und ich sag euch, das ist wirklich grausam. Ich habe bei meiner Recherche Videos davon gesehen und ich wünschte, ich hätte sie nicht gesehen. Als Konsument unterstützt man das alles. Ich glaube, das ist so eine Sache, über die sich die meisten keine Gedanken machen. Bevor ich euch zeige, wie es mir an dem Tag nach dem Konsum ging, möchte ich euch noch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und das ist wieder einmal Blinkist. Blinkist ist eine App, die Wenn ihr Blinkist einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr das Videobeschreibung. Wir haben den Tag danach und heute Morgen war eigentlich alles so wie immer. Nur jetzt so im Laufe des Tages habe ich gemerkt, dass sich irgendwie schon was verändert hat. Also ich war irgendwie müder, antriebsloser, bisschen matschiger im Kopf so. Man fühlt sich auf jeden Fall nicht so gut wie normalerweise. Manche Leute vergleichen das mit einem depressiven Zustand. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist bei mir, aber irgendwie so das Gefühl am Tag danach ist, ob es das jetzt wirklich wert war, ich weiß es. Ja, down bist einfach und auf nichts hast Lust. Das ist das Problem. Das ist nicht. Das ist nicht schon Tag danach, das ist schon dann, wann die Wirkung aufhört. Also, wie ist es zu koksen? Am besten hat es eigentlich der Felix auf Koks beschrieben. Kokain ist super unspektakulär irgendwie. Klar, kurz ist man wacher und euphorischer, aber halt wirklich nur sehr kurz. Und danach fühlt man sich schlechter als vorher. Das ist bei dem hohen Preis von Kokain ein echt schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, oder? Überhaupt, weil Kokain halt ein Gramm jetzt... Alter, ist in einer Stunde weg, in eineinhalb Stunden. Nichts ist das. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt keine Lust, das nochmal zu nehmen und ich verstehe auch nicht genau, warum Kokain so beliebt ist und in Filmen und Serien so krass dargestellt wird. Außerdem würden für mich alleine schon die ethischen und die gesundheitlichen Gründe gegen den Konsum sprechen. Also ich rate euch dazu, das Ganze nicht unbedingt nachzumachen. Es lohnt sich wirklich nicht. Wenn ihr Kokain trotz aller Risiken unbedingt konsumieren wollt, achtet bitte auf die Safer-Use-Regeln. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Was denkt ihr über Kokain? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie MDMA wirkt, klickt hier. Wenn ihr wissen wollt, ob ich durch dieses Experiment jetzt drogenabhängig werden könnte, dann klickt hier und abonniert den Kanal, um keine Drogenexperimente mehr zu verpassen.